Damals bin ich jetzt im Botanischen Garten in St. Gallen. Auch hier pfeifen die Vögel wie verrückt. Schönes Wetter. Der Pocket habe ich jetzt wieder ohne Zusatzlinse drauf. Und habe aber damals das Bildformat gewählt, das man nachher noch nachbearbeiten muss. Weil das wird sehr flach aufgenommen. Ich bin wundern, was man da noch so machen kann damit. Das Ding hier, das Mikrofon, habe ich wieder an die Jacke gemacht. Aber damals, dass das Mikrofon seitlich weggeht. Mal schauen, ob jetzt der Ton ein bisschen lauter wird von mir selber. Jetzt habe ich hier in dem dunklen Gang, wo so Lichtinseln zwischendrin haben, einmal Belichtung manuell gestellt. Ja, da wird es jetzt aber hell wie verrückt. Da stimmt etwas nicht. Hört sie? Das Zeug. Wahnsinnig viele Pflanzen vorbei, verschiedene. Komisch, mal ein bisschen sonnig und so. Wie ich gerade wieder an den Schatten gegangen und dort angenehm ist, um einfach zu sitzen. Ja. Jetzt hier, was hier alles hat. Überall Gewächs und Zeug. Mal schauen, ob es mir hier folgt. Nein, mal. Jetzt hört es den gerade. Nein, hört nicht. Gut wie bis daher, aber gut, diese Stange ist jetzt nicht ganz das lässigste. Hier die gelben Pflanzen. Zwischen den vielen Pflanzen hat es hier alle die so Kunstwerke, die auch schon etwas älter sind, aber ich finde, da bringt es. Aber funktionieren da mit dem Verfolgen. Mal schauen, ob da
bis auf die, ob mich das hier packt, da noch hinter den. Ja, tatsächlich. Einfach, aber schön, dass es einen überhaupt gibt. Das ist vom Roland Guggenbühler. 1995 haben wir das irgendwie gemacht. Ja, cool. Weisse Dings da, was das auch immer ist. Da. Ich komme nämlich von Amerika. Und da ist eine andere Studie, wo ich das Schild gesehen habe. Kann auch sein. Fahr für die Insekten gefällt es. Ja. Ja, das war jetzt hier, der Besuch im Botanischen Garten in St. Gallen. Ist immer wieder schön. Alles gepflegt und es sind noch einige Gärtner hier am Werk, die hier die vielen verschiedenen Pflanzen im Schuss behalten. Perfekt, schön am Schatten parkiert, bringt es.